Und damit willkommen zurück zu Sidlaris. Uns gehört jetzt die halbe Galaxie und damit bleiben jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge. Die Unterwerfung der Amazonen, wozu wir aber auch uns ein bisschen mit dem Kelbrit befassen müssen, und die Vernichtung der Anbidden. Ich habe dazu auch schon eine weitere Flotte in Auftrag gegeben. Und zwar eine weitere Auxilia, die wird sich um den ganzen Teil hier kümmern. Und ansonsten müssen wir uns eigentlich komplett hier drauf konzentrieren. Vor allem möchte ich das System erobern. Wenn wir das System erobern können, dann ist das Portal eingeschlossen. Dann können wir uns in Ruhe hier um alles kümmern, ohne dass die Anbidden ständig neue Anker bauen. Ich habe übrigens mal mir die Ringwelt angeguckt, die wir den Wikingern geschenkt haben. Und naja, sie haben noch nichts von den anderen Segmenten gebaut. Und hier haben sie einfach Stadtbezirke gespammt. Warum auch immer man das tun sollte. 283 Wohnungen. Also irgendwie, Glavius KI ist manchmal noch ein bisschen... Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich... Ich weiß nicht, ob die KI in der Lage ist, zu unterscheiden, ob man aus einer Welt eine Ekumenopolis machen kann oder nicht. Weil mit Ringwelten geht es nicht. Aber vielleicht hat sie genau das versucht. Das würde jedenfalls erklären, warum sie so dumme Entscheidungen trifft. So, ich muss mal gerade gucken, wo meine Flotten sind. Da, die sind gerade auf dem Weg. Die eine Flotte wird gebaut. Ich bin auch durch alle Planeten umgegangen, zwischen den Aufnahmen. Die müssten also erst einmal soweit versorgt sein. So, das hier wird noch übernommen. Laufen meine... Ja, die laufen alle noch. So, die hier nennen wir mal um. Und zwar in... Ich habe nochmal nachgedacht. Wir können tatsächlich diese beiden Systeme erobern und die Amazonen zu Vasallen machen, ohne dass wir zwei Kriege erklären müssen. Und zwar haben wir Ansprüche auf diese zwei Systeme. Das heißt, wenn wir die hier, halt hier unser Kriegsziel erreichen, fallen diese beiden Systeme automatisch an uns. Was nur sein könnte, ist, dass wenn wir hier die Systeme... Ja, wird Anspruch von Amazonen, aber... Ich bin nur am Überlegen, wenn ich zuerst aus den Amazonen Vasallen mache und dann hingehe und mir diese ganzen Systeme hier schnappe, ob die da nicht automatisch wieder an die Amazonen fallen und dann kann ich sie nicht den Ägyptern übergeben. Andererseits würde ich eigentlich meinen, dass mir als als Meisternation das eigentlich direkt gehören müsste dann. Aber das wird dann die Aufgabe der zweiten Auxilia sein. Wir können ja mal bei der Gelegenheit, bevor die noch irgendeinen Krieg anfangen, womit das dann wieder ewig nicht geht, Vasallisierung verlangen. So, und damit haben wir jetzt den... So, die kommen sowieso nicht zu uns. So, was ist hier? Oh, die Anbinden machen wieder Stress. So, um Himmels Willen, bleibt in der Ecke da. Hyperraumanweiser, Kommandozentrum, Störsender. Und, was haben wir noch? Störfeldgenerator bringt nicht so viel. Die Sternbasis hat eigentlich nicht die Reichweite. Also wenn sie die Sternbasis erreichen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Construction complete. So, die sind gerade hier... Okay, die Kelbrit schmeißen ihre Flotten da rein. Das ist nett von ihnen. Das heißt, die Legion, die Auxilia... Okay, also... Eine Flotte muss das L-Cluster bewachen.
Und die können eigentlich... Aber ich möchte ehrlich gesagt noch gerade warten, bis... Oh, wow. Ja, komm, das System ist mir eigentlich ziemlich egal. Spaceport under attack. Relative Flottenstärke plus 50. Ja, gut. Die zweite Auxilia kann sich mal hierhin begeben. Das ist ein Schlachtschiff, das wird wahrscheinlich hierhin wollen. So, hier sind Kolonien drin, das heißt, wir müssen auch das hier erobern. Wie sieht das aus? 179. Boah, sind hier zwei drin? Ja, hier sind zwei drin. 1210. Ja, nett. 1100. Ach, das wird wieder schön. Construction complete. Ich merke gerade, ich sollte die Flotte vielleicht doch schon mal nach vorne bewegen. Weil ich ja dieses System erobern möchte. Ein Gateway befindet sich jetzt sogar zum Glück schon, also... Das wird nicht das Problem. Und sobald das System neutral ist, kann mein Schiff sogar direkt dahin springen. Attacking enemy assets. Pflichtige kreative Panzerung, dann müssen wir das mal eben... Als Treibstoff, als Schild... Nee, Schilde haben wir ja nicht. Das, das, das und das. Wirtschaftliche Maßnahmen, befestigte Grenze, das ist sehr gut. Architektonische Resistenz vor allem. Brauchen wir noch irgendwas davon? Eigentlich nicht. Das hier ist auch fast fertig. Hier sind noch ungenutzte Gaia-Welten, aber ich habe einfach hier so viel an... Zypros, die Welt will ich haben. Da wird auch noch gebaut. Stimmt, ich wollte eigentlich noch die Titanen noch umrüsten. Die Ägypter meinen, dass das eine gute Idee ist. Ach, die Roboter wollen schon wieder Leistungen haben. Construction complete. Wir könnten ja auch mal ein Habitat da bauen, aber andererseits, wozu? Technology secured. Wie sieht es hier drüben aus? Das kann ja eigentlich schon mal unsere Streitkräfte erledigen. Die zweite Auxilia ist fast vollständig.
So, wir müssen es noch nicht genau säubern. Ich möchte einfach nur, dass dieses System ihr gehört. Planetary invasion commenced. Was wir versuchen könnten, ist, wenn wir eine Flotte hier reinschicken, die aber noch nicht angreifen lassen, dass die übrigen Flotten dann hier hinkommen. Wow, die Schlacht ist nicht mal da drin. Planetary invasion commenced. So, ihr könnt der folgen. Construction complete. So, dann das. Und dann hier. Ground invasion force has seized a planet. Technology secured. So, das hier sollten wir vielleicht auch mal erobern bei Zeiten. Construction complete. Kleine Drachenschuppenpanzerung, wo haben sie die denn her? Construction complete. Moment, das muss noch bombardiert werden. Construction complete. So, verzweifelte Maßnahmen ist vielleicht eine gute Idee, wenn uns dieses System gehört. Wenn dann nämlich die ganzen Flotten anrücken, dann haben wir einfach den richtig heftigen Feuerrate-Bonus. So, was auch immer es mit dir auf sich hat. Construction complete.
So, du bist passiv, dann... So, bau gefälligst. Kannst du vielleicht nicht jedes Mal den Bau der Sternbasis abbrechen? Vessels destroyed. So, die können mal eben das System blockieren. Hier fehlt ein Titan. Du ziehst dich dringend mal zurück. Oh, und ich glaube, die hier springen. Nee, die wollen jetzt... Hä? Jetzt wollen sie dahin. Construction complete. So, 600 ist okay für mich. Planetary invasion commenced. Technology secured. Invasion force has seized the planet. Und schon ist da wieder eine neue Flotte. Construction complete. Ich glaube, dieses System zu blockieren wird schwieriger, als ich dachte. Ich möchte jetzt auch nicht zwei Sternenbasen hochziehen müssen. Guckt euch das an. Die spawnen viel zu schnell.
Construction complete. Die lassen einfach alles direkt stehen und liegen, ne? Okay, dann brauche ich etwas anderes. So, mal eine ganz andere Frage. Sind hier irgendwo Pulsare? Irgendwas, was... Ja, hier. Construction complete. So, kann ich hier durch das Gebiet? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann hier hin. Okay, das hier ist einfach nur komisch. Technology secured. Ja, ist es vielleicht wert? So, bei denen ist das egal, aber bei denen nicht. Construction complete. Wo habe ich das Forschungsinstitut? Oder steht das schon? Nee, ich kann das noch gar nicht bauen. Dafür ist der Planet noch gar nicht weit genug entwickelt. Thank you.
teilweise besetzt. Construction complete. So, minus 111. Und danach werde ich springen müssen. Okay, 456 ist in Ordnung. Ach, ich wollte das noch bombardieren. Construction complete. Aber dann mache ich erst die Sternbasis weg. Übernehme den Planeten und in der Zwischenzeit könnt ihr hier dann bombardieren. Hier fehlt auch ein Anführer. Planetary invasion commenced. Ah, die bauen gar keine neuen Anker hier. Construction complete. Wohl doch da. Da müssen wir mit dem System vorlieb nehmen. Ihr könnt noch lange darauf warten, dass ihr verbessert werdet. Complete. Aber ich könnte hier nochmal ein Sternentor hinsetzen. Ist jetzt nicht so, als hätte ich zu wenig Einfluss. Achthundertsiebenundfünfzig, das ist sehr schön. Hat das Ding jetzt ernsthaft den Bau des Habitats abgebrochen? Vessels upgraded. Okay, das ging schnell. Ach, jetzt bringt das doch. Ja. Ja. Es bringt doch gar nicht so viel. Ich meine, gegen die Anbinden sowieso bringt es viel, aber. Ich glaube, ich habe auf die falsche. Also, ich habe auf Schilde von einer anderen Größenordnung geschaut. Die damit. Also, große Schilde mit kleiner Panzerung verglichen. War natürlich klar, dass die Schilde dann überlegen sind.
So, ihr seid erfolgreich umgerüstet worden. Ihr werdet noch umgerüstet. Alle Römer und Römer auf Vulcanus erhalten lang die Ethik militaristisch und xenophob. Ja, das halten die nicht lange durch. Construction vessel under attack. Es war so schön. .415 ist okay. Wo sind meine Armeen? Planetarium 3000. Construction complete. So, ihr springt alle mal hier rüber. Ground invasion force has seized a planet. Ich muss auch mal nachprüfen, ob die Kriegsdoktrin überhaupt noch passt hierfür. So, hier war das Sternentor soweit. Vessels upgraded.
So, damit dürfte sich das gleich auch verbessern. Was hatten wir noch?